Der westliche Teil des Römischen Reiches kam in der Zerfallszeit des östlichen Reiches wieder hervor unter Kaiser Karl und Kaiser Otto dem Großen um das Jahr 800 nach Christus, die Zeit des Heiligen Römischen Reiches, sodass die Eisengehaltsseite der Füße wieder wechselte. König Otto erhält nun den Beinamen der Große und wird Verteidiger des Vaterlandes genannt. Der gemeinsame Sieg auf dem Lechfeld hat die deutschen Stämme einander näher gebracht. Das Reich nimmt jetzt Konturen an. Von den Alpen erstreckt es sich bis an Nord- und Ostsee, im Osten bis an Elbe und Saale. Doch Otto denkt in anderen Dimensionen. Wie Karl der Große will er an die Tradition der römischen Kaiser anknüpfen. Doch um Kaiser zu werden, muss er auch nach Italien ziehen. Auf den Straßen der einstigen Cäsaren zieht er nach Rom. 50 Jahre ist Otto der Große inzwischen. Damals ein hohes Alter. Als König kommt er, als Kaiser will er aus der Metropole des alten Römischen Reiches in seine Heimat zurückkehren. Am Ort, wo heute der Petersdom Michelangelos steht, hatte der Papst einst Karl den Großen zum Kaiser des christlichen Abendlandes erhoben. So soll es auch diesmal sein. Auf diesem Rundstein aus Porphyr, so heißt es, wurde der Sachse Otto zum Kaiser gekrönt. Zum Kaiser des Römischen Reiches, das einmal das Heilige Römische Reich deutscher Nation heißen wird. Der Schwur, den Otto dem Papst für die Krönung zum Kaiser zu leisten hatte, gefiel den Römern nicht und nicht den Fürsten Italiens, berichtet ein Chronist. Im Namen Jesu Christi gelobe ich, dass ich allzeit dieser heiligen römischen Kirche und all ihrer Besitzungen Beschützer und ihr Verteidiger sein werde. Empfange nun das Zeichen der Herrlichkeit. So kommt es zum Bund zwischen dem deutschen König und dem römischen Papst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Otto hat jetzt sein Ziel erreicht. Die Nachfolge Karls des Großen in Europa anzutreten. Signum Gloriae, das Zeichen der Herrlichkeit. Die Reichskrone ist die bedeutendste Insignie des Reiches. Sie wird heute in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt. Mit ihr, so heißt es, wurde Otto der Große zum Kaiser gekrönt. Diese Krone ist nun für Jahrhunderte Symbol des Kaisertums. Symbol des Reiches. Die Könige David und Salomo nimmt Otto sich zum Vorbild. Und über allem steht im Namen Gottes: Per me reges regnant, durch mich regieren die Könige. Die Krone und die Kaiserwürde verschafften den Herrschern einen Vorrang vor allen anderen europäischen Königen. Eine größere Würde, aber keine größere Macht. Diese Krone trugen bis 1806 alle Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Kaisertum und Reich begleiten fortan die deutsche Geschichte. Mal als einendes Band zwischen den deutschen Fürsten, die auf Eigenständigkeit bedacht sind, mal als Auslöser für Krieg und Spaltung. Doch die Reichsidee verbindet die Deutschen über Grenzen und Konfessionen hinweg. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Anfang des 19. Jahrhunderts wird der Mythos vom Kaiserreich 1871 im sogenannten Zweiten Reich, dem Wilhelminischen, wiederbelebt. Hitlers sogenanntes Drittes Reich sucht die Insignien für sich zu vereinnahmen, doch am Ende steht der Spott der Sieger. Der aus sächsischem Adel stammende Herrscher ist nun König der Deutschen, König von Italien und Kaiser des abendländischen Christentums. Liebling der Welt und Haupt des ganzen Erdkreises wird er genannt. Mit seinem Imperium wachsen auch die Herausforderungen.
Nach Italien fühlt Otto sich hingezogen. Der Süden gefällt dem Sachsen und seiner Kriegerschar. 10 lange Jahre ist Otto mit seiner Gefolgschaft in Italien gebunden, muss sich dort gegen mächtige Gegner behaupten, gegen italienische Fürsten, gegen Byzantiner und Araber. Die lange Abwesenheit vom Land seiner Geburt gilt als Sünde des Königs. Sein Königreich ist verwaist, heißt es. Das ist der Preis für sein europäisches Imperium, das auch vom byzantinischen Kaiserreich im Südosten angefochten wird. Da Otto Byzanz nicht bezwingen kann, will er Frieden schließen durch einen Ehebund. Sein Sohn soll eine byzantinische Prinzessin heiraten. Doch es ist die falsche Braut. Die Tochter des Kaisers wurde euch versprochen. Sie wollen uns stattdessen eine ferne Verwandte unterschieben. Sie ist nicht in Purpur geboren, das ist Betrug. Sagt sie dir zu? Sie ist meiner nicht würdig. Schick den Bastard zurück. Der Kaiser sucht eine versöhnliche Lösung, entscheidet selbst für seinen Sohn. Wie heißt du, mein Kind? Theophanu. Theophanu. Um des Friedens willen Theophanu. Akzeptiert Otto die Braut. Eine der schönsten Heiratsurkunden des Mittelalters besiegelt das Bündnis zweier Welten, die nun einander anerkennen. Otto der Zweite und Theophanu werden gemeinsam regieren. Der westliche Teil expandiert in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches auf der Welt. Durch die Kolonialisierung von Amerika, 1492 nach Christus, wie auch Großteilen der Welt, gewann das westliche Reich wieder an Größe und Stärke, wenn auch durchzogen von Kriegen bis in die heutige Zeit, da immer ein Teil Ton in diesem Reich sein wird. Bis zur Zerstörung des Weltreiches der Füße wird kein anderes Reich der Welt die Mehrheit aufstellen und beim eigenen Expandieren langfristig geografisch und machtpolitisch dem römischen Eisentonteil überlegen sein. Weder zum Beispiel die Araber, Türken, Chinesen, Inder, Russen, Nordamerikaner, Südamerikaner oder Engländer werden dem römischen Weltreich überlegen sein. Das mächtigste Reich auf der Welt wird immer einen Teil der Kultur, der Religion der heidnischen römischen Götter, der Völker, der Sprache, des Rechts, der Politik, der Philosophie, des römischen Reiches vermischt enthalten. Es wird immer ein ausgewogenes Machtverhältnis auf der Welt geben, bis die politischen Führer der Welt ihre Macht einer Person übergeben werden, dem letzten Antichristen in der Zukunft. Ein Aufleben des ganzen römischen Reiches in wiederhergestellter Form, wie in der Blütezeit, ist unbiblisch, da jenes nur möglich ist, wenn im Standbild eine Zeit vorausgesagt wird, wo ein Teil der Füße wieder komplett aus Eisen bestehen wird. Im Gegenteil, wird das römische Reich stets geteilt, stark und zerbrechlich sein, an einigen Stellen, wie auch in Vers 42 wir sehen. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Hier sehen wir, dass selbst im gegenwärtigen und der zukünftigen Geschichte der Zehn Zehen auch das Reich zerbrechlich ist und nicht die alte Stärke Roms zurückbekommen wird. Vers 43 sagt uns, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar untereinander vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Die Vermischung der Kulturen, Religionen, Religionsgruppen und Völker auf einem Gebiet hat schon immer in der Geschichte bis heute gezeigt, dass es dauerhaft nicht funktioniert und zu Problemen führt. Jenes trifft auf das westliche Reich genauso wie auch auf das östliche Reich zu. Um den Zeitraum 300 nach Christus hat das Römische Reich des Weltfriedens und der Weltordnungswillen sich mit den Völkern um das Römische Reich vermischt,
sodass hier wie heute auch Kulturen, Religionen, Sprachen und Völker aufeinandertrafen in der Hoffnung, ein friedliches Miteinanderleben zu gewährleisten. Die Geschichte zeigt, dass Gott nicht ohne Grund die Weltsprache beim Turmbau zu Babel gespalten hat, damit die Menschen unter ihren neuen Sprachen sich auf der Welt verteilen. Eine Vermischung unter den Deckmantel der Religionsfreiheit und Multikultur war nie im Sinne Gottes gewesen. Der Versuch, Sprachen, Religionen, Kulturen, Völker wieder zu vermischen, um eine neue Weltordnung zu bilden, kann laut Vers 43 nicht zum Erfolg führen. In den letzten 2000 Jahren bis heute können wir Kämpfe zwischen Völkern im eigenen Land wie auch Religionsgruppen im West-Oströmischen Reich sehen. Die 10 Zehen der Füße zeigen uns deutlich, dass aus dem westlichen Reich 5 und aus dem östlichen Reich 5 Könige hervorkommen werden. Zumal die Länder der Hauptstädte des westlichen Römischen Reiches, Roms, und des östlichen Römischen Reiches, Istanbul, des ehemaligen Konstantinopels, eine Rolle in der Zukunft noch spielen können. Der größte Zeitabschnitt des Standbildes ist ausnahmslos der Bereich der Füße, welcher sich jetzt schon 1700 Jahre erstreckt. Der Zeitabschnitt der 10 Zehen, welche 10 Könige sein werden, aus dem römischen West- und Ostreich, welche mit dem letzten Antichrist eine kurze Zeit lang regieren und zu allerletzt ihre 10 Königreiche dem Antichristen übergeben werden, welcher selbst 3 Könige von ihnen erniedrigen wird, sollte sich auf maximal 7 Jahren bis zu 3 Monate erstrecken und endet mit der Wiederkunft Jesu Christi und dem Aufbau seines ewigen Reiches auf Erden. Im Gegensatz zur Evolutionstheorie scheint der Fortschritt, den die Menschheit seit Babylon gemacht hat, in Gottes Augen nicht allzu berauschend zu sein. Zwar glauben wir, mit unseren modernen Erfindungen und unserem angereicherten Wissen die Spitze der Zivilisation erreicht zu haben, aber wie es scheint, sieht der Allmächtige die Qualität unserer Entwicklung etwas anders. Und so haben wir uns von dem Gold von einst zu einem recht untauglichen Gemisch von Ton und Eisen herabgearbeitet. Vielleicht ist es gerade aus diesem Grund, dass Gott jenes letzte Weltreich als den Zeitpunkt ausgewählt hat, sein eigenes, ewiges Königreich auf Erden zu errichten. Jenes kommende und bleibende Reich wird durch einen Stein dargestellt, welcher, wie wir glauben, die Person von Jesus Christus bei seinem angekündigten zweiten Kommen symbolisiert, der in der Bibel auch als der Eckstein bezeichnet wird, den die Bauleute verworfen haben. Jener Stein wird das Götzenbild der Weltreiche des Menschen auf seine Füße treffen und zerschmettern. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig, und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: »Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest.« Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs.